Allradantrieb. Wie selbstverständlich akzeptieren wir die Meinung, er ist der beste Antrieb für Fahrzeuge zu Lande. Andere Bezeichnungen sind 4x4, Quattro oder Viermatic. Doch warum macht Allrad in Kraftfahrzeugen Sinn? Sicher soll er sein. Und wer hat den Allradantrieb überhaupt erfunden? Die Deutschen sagen natürlich Audi. Amis glauben an den Jeep. Asiaten würden wahrscheinlich den weltgrößten Allradautohersteller Subaru als Erfinder des Vierradantriebs nennen. Aber auch Lada, Mitsubishi, Mercedes, Suzuki, Toyota, Land Rover, Volvo und viele mehr schießen einem bei der Frage in den Kopf, wer denn nun den Allrad erfunden hat. Offroad-Legenden gibt es viele. War es am Ende vielleicht keiner der üblichen Verdächtigen? Dass der Allradantrieb das sicherere Antriebskonzept ist, das ist ja allgemein bekannt. Wir schauen uns heute allerdings nochmal an, Fronttriebler gegen Allradler, warum das so ist und wer hat den Allradantrieb überhaupt erfunden? Wir werden das Geheimnis lüften. Doch zuerst widmen wir uns der Frage, was macht Allrad so sicher? Punkt 1, die Traktion. Vier Räder, die in dieselbe Richtung schieben, halten das Auto besser in der Spur. Am Beispiel des neuen Volvo V60 Cross Country wird deutlich, haben einzelne Reifen keine Bodenhaftung, ist trotzdem Vortrieb gewährleistet. Auf spiegelglatter Fahrbahn wollen wir den Unterschied zu Frontantrieb verdeutlichen. Es ist krass. Front gegen Allradantrieb auf einem Testgelände in Österreich. Und das Ganze ist natürlich mit dem Fronttriebler irgendwie echt ungemütlich, weil jetzt rutschen wir natürlich und wir rutschen geradeaus und was natürlich viele fehlerhaft machen, ist dann voll in die Eisen zu gehen, aber eigentlich muss man nur das Gas wegnehmen. Und bevor jetzt die Ersten denken, ist der doof, der geht mit dem Fronttriebler irgendwie dynamisch fahren. Naja, es ist nur eine Demonstrationsrunde. Warum ist es unfahrbar? Naja, wir haben nur eine angetriebene Achse und die ist auch gleichzeitig unsere Lenk- und Antriebsachse. Deswegen, wenn da kein Grip herrscht, dann ist irgendwie gar nichts mehr steuerbar. Ja, es ist irgendwie eine ganz, ganz komische Situation, wenn man in so einem Auto sitzt und man rutscht einfach nur noch geradeaus, weil man natürlich den Motor auf der Vorderachse hat. Die hat natürlich ein bisschen besseren Grip, als wenn man jetzt Heckantrieb hätte, wie bei einem BMW zum Beispiel. Auf keinen Fall sollte man jetzt voll bremsen, weil dann hängt man nämlich im Zweifel. Hui, da kam die Eismauer ganz schön nah. Ja, man kann das Auto manchmal ein bisschen lenken und wenn man Glück hat, dann geht das Heck rüber. Aber da ist wohl der Allradantrieb doch um Längen besser. Und warum? Das schauen wir uns jetzt an. Nächster Kandidat, ein V60 mit Allrad. So, jetzt sind wir natürlich im Allradler. Und dann merkt man gleich, wenn das hier um die Kurve geht, zack. Alle vier Räder drehen halt, wenn man aufs Gas geht. Man wird halt echt schön schnell. Doch trotz sicherem Allradantrieb sollte man bei Eis und Schnee sehr vorsichtig fahren. Wer sich überschätzt, wird sofort bestraft. Sind die Grenzen der Physik erreicht, ruft der Graben. Auf der Teststrecke kein Problem, im wahren Leben sehr ärgerlich. Na? Tja, erst ging mir die Straße aus und dann das Talent. Mit etwas Übung im V60 Cross Country klappt's schon viel besser. Aber man sieht auch wieder schön auf Eis, es ist natürlich, man lenkt und es passiert nichts. Und dann muss man natürlich wieder aufpassen, nicht bremsen und voll in die Eisen gehen, weil dann überrascht man das Fahrzeug natürlich auch wieder und rutscht einfach nur geradeaus, sondern Gas lupfen. Warten, bis wieder Grip da ist und dann bewegt er sich auch wieder langsam. Also man kann hier eigentlich ganz schön mit dem Gas immer lenken. Natürlich ein bisschen ausgleichen, das ganze Gependel hier. Das ist wie Schlittschuhlaufen. Aber es ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
also Fronttriebler, hier lang zu fahren. Ist eigentlich völlig für den Arsch. Und da muss man wieder warten, bis er wieder Grip hat. Aber das geht mit dem Allradler halt echt gut. Weil im Gegensatz zum Fronttriebler gehen hier alle Räder in eine Richtung. Und deswegen kann man manchmal, wenn man ein bisschen in die falsche Richtung rutscht oder das Heck kommt, kann man auch mit dem Gasstoß dann einfach wieder das Auto in die Spur bringen. Zack. Aber man muss natürlich echt, es ist sauglatt hier, wie man eben gesehen hat. Muss man wirklich super aufpassen. Immer den Arsch wieder einfangen. Man muss halt ein bisschen schneller beim Lenken sein, gell? Okay. Ich erzähle auch immer das Gleiche, ne? Man muss ein bisschen aufpassen. Ja. Alter, das wird ja. Also, dass der Allrad jetzt tausendmal besser funktioniert als der Fronttriebler auf Schnee und Eis, das haben wir gesehen. Allerdings ist die Frage, naja, wer hat es denn überhaupt erfunden? Audi war mit dem Quattro später dran, als viele denken. Erst 1980 und damit ziemlich spät kommen die Ingolstädter mit ihrem Allradantrieb. Mercedes mit der G-Klasse, Land Rover mit dem Defender oder Toyota mit dem Land Cruiser. Alle sind Offroad-Legenden geworden, doch Erfinder sind sie nicht. Jeep bringt bereits 1940 mit dem Willys Allrad ein Militärfahrzeug. Aber auch sie waren nicht die allerersten. Bleiben noch Lada, Suzuki und Subaru, aber auch hier Fehlanzeige. Mitsubishi startet bereits 1934 mit dem PX33 einen Versuch, Allrad in einem Serienfahrzeug anzubieten. Aber auch sie sind nicht die Erfinder. Bereits 1895 sollen in Amerika Tüftler mit Vierkesseldampfmaschinen experimentiert haben. Doch genaueres ist nicht überliefert. Das erste überlieferte Allradauto ist der Lohner Porsche. Kein geringerer als Sportwagenschöpfer Ferdinand Porsche war es. Im Jahr 1900 präsentierte nicht nur das erste Fahrzeug mit Allrad, der Lohner Porsche war ein Elektroauto mit 4 Radnabenmotoren. Welch eine Ironie des Schicksals angesichts der aktuellen Verbrennungsmotorlage. Im Nutzfahrzeugbereich hat sich der Allrad schon in den 1920ern und 30ern durchgesetzt, im Personenfahrzeugsegment erst in den 70ern und 80er Jahren.